Auf der einen Seite ist unser Stresssystem Bestandteil unseres Körpers und hilft uns auch in Gefahrensituationen. Auf der anderen Seite wird dauerhafter Stress dazu führen, dass nicht nur unsere Karriere und Beziehung zerstört werden, sondern zu guter Letzt auch unser Körper. Was du also genau machen kannst und wie du dich vor dauerhaftem Stress schützen kannst, das erfährst du jetzt in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich selbst habe einige Stressausbildungen als Soldat und als Polizist auch durchlaufen dürfen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wie gefährlich Stress sein kann, wenn er dauerhaft Menschen in den Burnout bringt, was viele meiner Klienten auch in ihren vergangenen Berufen erlebt haben. Und als Coach und als Berater mit der Methode Birkmann kann ich dir heute genau sagen, wie dieses Stresssystem funktioniert. Zwar nicht physiologisch, aber psychologisch und was du dagegen machen kannst. Schauen wir uns nun ein ganz einfaches Modell deiner Persönlichkeit und deines Motivations- und Stresssystems nach der Methode Birkmann an. Zunächst einmal ist es so, dass die meisten Menschen interessensorientiert, motiviert und auch orientiert sind. Sprich also, du hast das ganz genau, was dich interessiert und das strebst du auch in der Regel auch an. Bei mir liegt das Interesse ganz klar darauf, Menschen zu motivieren, zu überzeugen, zu lehren, zu führen, zu beraten. Aber auch Kreativität ist für mich ein sehr hohes, interessantes Gebiet. Also künstlerisch etwas Neues zu entwickeln, entweder am Klavier oder auch eine Geschäftsidee. Was dann im Laufe unserer Sozialisations- und Ausbildungsphase geschieht, ist, dass wir die entsprechenden Fähigkeiten entwickeln und dann entwickelte Fähigkeiten in Summe als Stärken abbilden. Das bedeutet also, dass wir als Mensch, dass du als Mensch eine große Auswahl von Fähigkeitspotenzialen hast, aber nicht alles so weit entwickelst, dass es eine Stärke ist. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch in jedem Bereich gewisse Stärken entwickeln kann. Aber was uns unterscheidet, das sind die Interessen, die Werte, warum wir etwas machen und wie sinnvoll es für uns zumindest zur Zeit erscheint. Das Interessante ist aber, dass dieses blaue Haus der Stärken, wenn ich jetzt hier mal 9 oder 10 oder 11 Stärken nehme, die nach Birkmann untersucht werden, entsteht dieses Haus wie jedes andere Haus, auch das, wo du gerade dich aufhältst, auf einem Fundament. Das bedeutet, ein stabiles Fundament ist auch psychologisch relevant dafür, dass du deine Stärken einsetzen kannst. Nur was ist nun genau in deinem, in meinem Gehirn genau dieses Fundament? Das, was Dr. Birkmann, ein Psychologe des letzten Jahrhunderts, der vor ungefähr 10 Jahren gestorben ist, herausgefunden hat, bei der Entwicklung eines Tests für die Piloten der amerikanischen Luftwaffe, ist, dass jede Stärke einen spezifischen Fundamentbaustein hat, also ein Bedürfnis. Das gesamte Fundament, auf dem unsere, deine, meine Stärken stehen, sind also 11 verschiedene Bedürfnisbausteine. Und das Besondere bei diesen Bedürfnisbausteinen ist, dass sie wie ein kleiner Tank, wie ein Akku funktionieren. Ist der Akku leer, dann kannst du auch nicht mehr auf die entsprechende Stärke zurückgreifen. Ist der Akku voll, kannst du deine Stärken voll ausspielen. Wenn man nun einen Mensch untersucht, was übrigens der Birkmann-Test macht, dann kann man sichtbar machen, wie voll die eigenen Bedürfnistanks tatsächlich auch gerade situativ sind. Und klar ist natürlich, wenn jemand alle Bedürfnistanks so voll gefüllt hat wie die ersten 3, nun hast du einen resilienten Menschen vor dir, der auch vorübergehende Stresssituationen, Belastungssituationen locker wegstecken kann. Jemand, der voll aus dem eigenen Saft und aus der Kraft heraus agieren kann, der kompetent, selbstbewusst auftritt und seine Stärken sicher ausspielt. Wenn du aber zu den Menschen gehörst, die eher so Bedürfnistanks gefüllt haben wie diese Tanks hier, also wo ganz wenig drin sind oder sogar leer sind, dann wirst du zu den Menschen gehören, die eher nicht sicher und stabil auf andere wirken, anziehend, attraktiv und begeistert sind und voll ihre Stärken ausspielen können. Dann gehören diese Menschen eher zu denen, die sich getrieben fühlen, auf der Flucht sind und letztendlich immer mehr dem Burnout näher kommen, was nichts anderes ist als ein Zusammenbruch des chemisch-biologischen, physiologischen Regelkreises im Körper. Das heißt, die Hormone, die Rezeptoren sind so überlastet, dass sie nicht mehr flexibel auf Anspannung und Entspannung reagieren können. Burnout ist das Ergebnis und dann heißt es nur, mehrere Monate bis Jahre gar keine Belastungssituation mehr ausgesetzt zu sein, damit sich das System wiederholen kann.
Das Interessante ist aber, dass der Erbauer, der Entwickler unseres Gehirns, auch dafür eine Vorsorge getroffen hat, was nämlich passiert, wenn einige oder alle unserer Bedürfnistanks geleert sind. Wahrscheinlich hast du ja schon erlebt, wie es sich anfühlt, wenn ein Bedürfnis extrem oder viele Bedürfnisse dauerhaft nicht erfüllt sind. Du kennst es vielleicht aus einer Prüfungssituation, wo du etwas gefragt wurdest und dir fällt das Wissen einfach nicht ein. Und auf dem Nachhauseweg fällt dir alles wieder ein, was du weißt, aber nicht in der Situation. Ähnliches erfahren viele Menschen, wenn sie vor einer Gruppe reden sollen und dann angegriffen werden. Dann fällt ihnen erst im Fahrstuhl eine halbe Stunde später ein, was man alles hätte Tolles sagen können. Das sind alles Symptomatiken, die dann auftreten, wenn unser Gehirn im Stress ist. Schauen wir uns nun einmal an, was dann passiert. Wenn nämlich jetzt hier bei diesem letzten Bedürfnisbaustein der Tank leer ist, dann reagiert das Gehirn so, dass die entsprechende Stärke abgeschaltet wird, also keine Energie mehr bekommt. Getreu nach dem Motto, mein Herrchen, mein Frauchen, also der Besitzer des Gehirns, also du, der ich, die haben es mit ihren tollen Fähigkeiten, Abitur und akademischen Erkenntnissen nicht hinbekommen, ein Umfeld und ein Leben so aufzubauen, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind. Deshalb schalte ich jetzt dieses tolle akademische Wissen ab und kümmere mich selbst drum. Und dieser Nothebel, den das Gehirn umlegt, sorgt dann tatsächlich für ein Blackout hier oben, wie in der Prüfung, wie beim Angriff, ein Schlagfertigkeitsfall. Und tatsächlich wird aktiviert hier unten im Keller ein spezifisches Notfallprogramm. Und dieses spezifische Notfallprogramm kann ganz unterschiedlich bei dir oder bei mir sein. Und das ist unser Stressverhalten. Bedeutet also als Fazit, dass viele Persönlichkeitstests abbilden, welche Werte und Interessen man hat oder welche Stärken. Aber der Birkmann-Test geht da viel weiter. Er ermittelt nicht nur, was deine Bedürfnistanks sind und was du konkret brauchst, damit die voll sind und was die Symptome dafür sind, dass sie jetzt leer sind. Du erkennen kannst, oh, ich bin ja im Stress und zwar in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Nein, der Birkmann-Test geht noch wesentlich weiter und er spuckt dir ganz klar auch aus, was deine Stressverhaltensweisen sind. Und wenn du diese an den Tag legst, dann hast du die Symptome, dass du im Stress bist. Denn wenn dein Körper Kopfschmerzen hat, braucht er kein Aspirin, dann braucht er andere Dinge. Der Kopfschmerz ist das Symptom. Und wenn du im Stressverhalten bist, dann brauchst du nicht entsprechende Stressverhaltens, Antidepressiva oder sonstige Elemente, sondern du brauchst einfach nur das Bedürfnis, was dir bisher gefehlt hat, um den Tank aufzufüllen. Dann werden deine Stärken wieder angeschaltet und dein Stressverhalten abgeschaltet. Das bedeutet also, dass das Stressverhalten nicht irgendein zufälliges Verhalten ist, sondern die Aufgabe hat, genau das Verhalten auszulösen, was zur Erfüllung deines Bedürfnisses erfüllt. Also Stressverhalten ist sinnvoll, weil es zum Ziel hat, das Bedürfnis, das leer ist, wieder aufzufüllen. Wie du also siehst, macht es wenig Sinn, gegen dein Stressverhalten zu kämpfen, denn erstens ist es nicht die Ursache und zweitens versucht es auch letztendlich die Ursache wieder herzustellen, zu kompensieren, zu regulieren, also deine Bedürfnistanks wieder aufzufüllen. Aber das Gefühl natürlich, ständig im Stress zu sein, um die Bedürfnisse zu aufzufüllen, das ist natürlich kein schönes Gefühl. Und wenn man sich dagegen wehrt, oder wenn man glaubt, dass man sich aus dem Kontext, in dem man sich gerade befindet, wo die Tanks nicht erfüllt sind, nicht befreien kann, dann bedeutet es, dass du jahrelang in einen Kontext hineingehst, ständig in Stress kommst, dein Körper auch Stresssymptome zeigst, aber tatsächlich nicht wirklich die Chance ist, dass du dauerhaft volle Bedürfnistanks hast. Dann heißt es, Dinge zu ändern, dein Verhalten zu ändern, den Kontext zu ändern oder einfach lernen zu kommunizieren, was dein Bedürfnis ist. Also wie andere Menschen um dich herum deine Bedürfnisse auch erfüllen können. Und das geht natürlich nur, wenn du selbst über dich Bescheid weißt. Was ist also der große Vorteil, den der Birkmann-Test abbildet, unabhängig davon, dass er diese Systematik sichtbar macht? Nur viel wichtiger hilft er dir zu erkennen und auch zu versprachlichen, was deine 11 Bedürfnisse tatsächlich sind. Er hilft dir auch, sichtbar zu machen, wann du im Stress bist, was die Symptome sind, wie du rauskommst und wie du Vorsorge betreiben kannst. Aber der Zielzustand ist ein ganz anderer. Der Zielzustand ist natürlich ein ganz anderer, nämlich ein Mensch zu sein, der aus einer inneren Stärke und Haltung heraus agiert. Selbst in der größten Krise handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben. Ob es nun wieder um eine Wirtschaftskrise, Corona-Krise oder deine persönliche Krise zu Hause am Arbeitsplatz ist oder du bist Ersthelfer auf der Autobahn und überliegen Verletzte rum.
Entscheidend ist, dass du dich in diesen Zuständen umso mehr bewähren kannst, je voller deine Bedürfnistanks und zwar alle sind. Ziel ist also, alle Bedürfnistanks zu füllen und voll zu halten und auch zu beschützen vor den Menschen, die irgendwo was abziehen wollen. Und deshalb lade ich dich dazu ein, deinen persönlichen Birkmann-Test auch zu machen. Du findest direkt unter dem Video einen Link für ein kostenfreies Erstgespräch oder zur Webseite und dort kannst du verschiedene Formate buchen. Und das Gute beim Birkmann-Test ist, dass du nicht nur deinen eigenen Test mit dir machst, sondern vielleicht auch mit deinem Geschäftspartner oder Lebenspartner, also einen sogenannten Partner-Match. Dann hast du nämlich zwei Tests zusammengebracht und es wird aufgezeigt, wo es förderliche Aspekte gibt oder gleiche oder auch potenzielle Stressende, also wo ihr eure Bedürfnistanks gegenseitig abbaut und nicht erfüllt. Es sei denn, ihr sprecht drüber und verhaltet und verändert euer Verhalten. Und diese Einzeltest, Duo-Test, also Partner-Test oder auch Gruppentest, die kann man bei Birkmann deshalb machen, um sich zusammenzusetzen als Team, als Paar oder auch als Gruppe, um dann zu lernen, wie man sich gegeneinander hilft, die Bedürfnistanks zu erfüllen. Wie man sich anders verhält, anders redet, weniger Druck macht, keine zeitlichen Grenzen vielleicht setzt oder im anderen mehr Freiheiten beim Arbeitsplan lässt. Mir hat er tatsächlich geholfen und heute weiß ich auch, warum ich in bestimmten Funktionen oder auch Behörden tatsächlich nicht die Chance hatte, meine Bedürfnistanks zu erfüllen. Beispielsweise liebe ich es, meinen Arbeitsplan selbst zu machen. Und ich kann nur unter Autoritäten arbeiten, die besser sind als ich und die mich beschützen. Diese beiden Aspekte habe ich in einer Behörde so gut wie nie erlebt. Auch ist in Behörden selten Leistung, Gewinnorientierung in wettbewerbsähnlichen Situationen gefordert. Letztendlich heißt es in vielen Behörden Dienst nach Vorschrift. Und das ist für mich absolut langweilig. Ich brauche echte Führungskräfte. Ich muss am besten alles selbst organisieren machen. Nicht nur meinen Arbeitsplan, sondern auch den Plan zur Zielerreichung. Und das geht am besten, wenn ich weiß, dass ich eine Hintergrundumgebung habe, wo das Ergebnis auch anerkannt und belohnt wird. Nun, weder Finanzamt noch Bundeswehr noch Kriminalpolizei ist als System so ausgerichtet. Und vielleicht hast du auch durch den Birkmann-Test wesentliche Erkenntnisse, was deine Bedürfnisse sind. Und der Birkmann-Test spuckt es auch aus und gibt dir Empfehlungen, wo Menschen im Vergleich mit mehreren Millionen anderen, die den Test schon gemacht haben, erfolgreich geworden sind und ihren beruflichen Platz gefunden haben. Also nutze jetzt gerne das kostenfreie Erstgespräch, buche deinen persönlichen Birkmann-Test alleine oder mit anderen. Und gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, uns weiterempfehlen und die Glocke drücken, dann wirst du auch in Zukunft weiter informiert. Und ich wünsche dir viel Erfolg zu einem stressfreien Leben. Wenn du in Zukunft Stress haben solltest, dann nur ganz kurzfristig, weil alle Bedürfnistanks voll sind und du vielleicht einer Belastungssituation widerstehen musst. Aber dein Leben wird dann nicht zusammenbrechen, deine Gesundheit bleibt lange erhalten und deine Karriere, sei es als Führungskraft oder als Unternehmer oder Selbstständiger, wird auch einen anderen, vielleicht steileren Weg nehmen, weil du bekannt bist als handlungsfähige und entscheidungsfähige Persönlichkeit, gerade auch in Krisen. Dein Daniel Schäfer.